Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anhörung, die wir ja in der letzten, nein, ich glaube, es war schon in der vorletzten Woche hatten, war ja erfrischend sachlich. Die Debatten, die wir dazu in diesem Haus geführt haben, haben dieser Sachlichkeit nicht immer Rechnung getragen. Aber diese Debatte hat noch mal sehr deutlich gemacht, weil auch alle Stellungnahmen in diese Richtung gegangen sind, wie wichtig Frauenförderung ist. Allein scheint das nicht bei den regierungstragenden Fraktionen angekommen zu sein. Der vierte Bericht zur Umsetzung des LGG und die Stellungnahmen der Sachverständigen zeigen, die Instrumente, die wir bisher hatten, haben nicht dazu beigetragen, dass wir wirklich den Anteil von Frauen in Führungspositionen auch und gerade im öffentlichen Dienst erhöhen konnten. Und vor diesem Hintergrund hat die alte Landesregierung die im Moment noch gültige Quotenregelung eingeführt. Und ein Hauptstreitpunkt, Herr Witzel hat es ja auch wieder aufgegriffen, weil er irgendwie nicht darüber hinwegkommt, ist, ja, ein Hauptstreitpunkt ist ja die Formulierung gewesen, im Wesentlichen gleiche Eignung. Die Ableitung der CDU-Fraktion und vor allem der FDP-Fraktion des Kollegen Witzel ist ja, dass schlechtere Frauen besseren Männern vorgezogen werden. Diese Meinung haben Sie offensichtlich relativ exklusiv, denn Sie gehen ja danach gehen Sie doch davon aus, und das ist doch absurd. Sie gehen doch davon aus, Herr Witzel, jetzt hören Sie doch auch mal zu. Hören Sie doch mal zu, Herr Witzel. Hören Sie, Herr Witzel. Herr Witzel, es zeigt sich doch, dass Sie offensichtlich jetzt nicht ganz so viele sachliche Argumente vortragen konnten. Die hätten Sie ja dann hier vorne schon mal vortragen können. Was die Frage angeht, warum Sie der Auffassung sind, dass Frauen im öffentlichen Dienst schlechter sind durchschnittlich als Männer. Denn wenn das nicht so, wenn Frauen aus Ihrer Sicht genauso qualifiziert wären, dann hätten wir das Problem ja gar nicht. Ihre Politik ist nicht dazu angetan, die strukturelle Benachteiligung von Frauen auszugleichen. Und der Deutsche Juristinnenbund hat in seiner Stellungnahme noch mal sehr eindrücklich darauf hingewiesen, dass die Frage von im Wesentlichen gleicher Eignung, dass Beurteilungen ja gar nichts anderes ausdrücken können als eine im Wesentlichen gleiche Eignung, denn sie sind nun mal Beurteilungen. Das ist auch richtig so. Es geht nicht um eine Mathematisierbarkeit von Vorgängen, die man irgendwie abgearbeitet und aufgestapelt hat, sondern es geht um die Bewertung von Leistung. Und die kann nie komplett gleich sein. Die kann immer nur im Wesentlichen gleich sein. Und Professor Papier hat in seinem Gutachten ausgeführt, dass es aber eben diese Ausschärfung, diese Pseudomathematisierbarkeit ist, der Versuch also doch bis auf die letzte Nachkommastelle etwas mathematisierbar zu machen, was eigentlich nicht mathematisierbar ist, die jetzt wieder angestrebte Quotenregelung unterläuft. Und deswegen, und das haben die Berichte ja alle dargelegt, hat die vorherige Quotenregelung und die von Ihnen jetzt wieder angestrebte Quotenregelung eben nicht gegriffen. Das heißt, das, was Sie hier machen wollen, ist schlicht und ergreifend das Schleifen der Frauenförderung und nichts anderes. Aber wir haben diese Argumente ja schon vielfach ausgetauscht und wir werden da jetzt auch nicht mehr zusammenkommen. Eine Sache ärgert mich nur besonders, und das haben Sie hier auch wieder gebetsmühlenartig vorgetragen, obwohl es nicht richtiger wird, wenn man es gebetsmühlenartig vorträgt. FDP und CDU begründen auch ihren Gesetzentwurf mit einer von Ihnen angenommenen Verfassungswidrigkeit. Und daraus leiten Sie auch noch eine zwingende Erforderlichkeit ab. Eine zwingende, Herr Lübcke, hören Sie zu, da können Sie noch was lernen zum Thema Verfassungsrecht. Denn die einzige Instanz, die eine Verfassungswidrigkeit feststellen kann, ist weder Herr Witzel, noch Sie, noch die CDU-Fraktion, noch das OVG Münster. Das kann nur der Verfassungsgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht. Dass diese Instanzen entscheiden können, haben Sie Ihnen jetzt aber leider verbaut, weil Sie Klage zurückgezogen haben. Ich glaube, weil Sie Angst vor der Entscheidung haben. Das heißt, Sie können doch politisch anderer Meinung sein als ich. Sie können doch politisch der Meinung sein, dass Frauenförderung in dieser Form nicht richtig ist. Aber dann schreiben Sie es auch rein, seien Sie so ehrlich und sagen Sie, Frauenförderung ist uns nicht so wichtig. Und tun Sie nicht so, als wäre diese Verfassungswidrigkeit mehr als von Ihnen relativ behauptet. Und dann sagen Sie noch irgendwie wolkig so ein paar Worte im Gesetzentwurf und im Entschließungsantrag zum Thema, Sie wollen irgendwie auch was machen zur Frauenförderung. Man hat Ihnen jetzt auch schon attestiert, dass dieser Gesetzentwurf leider an dieser Stelle in keiner Art und Weise dazu beiträgt, Frauen zu fördern. Denn Sie legen ja gar nichts vor. Sie sagen nur, wir gehen zu einer alten Regelung zurück, von der attestiert ist, dass sie unwirksam ist. Da können Sie doch nicht sagen, hier in Ihren Schaufensterreden, dass Frauenförderung Ihnen in irgendeiner Art und Weise wichtig wäre. Bekennen Sie sich dazu, dass Sie keine Frauenförderung in diesem Land haben wollen, beziehungsweise wir wollen Ihnen natürlich die Chance geben und sind sehr gespannt darauf, welche Maßnahmen Sie denn nun wirklich
einführen wollen und wie wirksam diese Instrumente dann sind. Wir werden sie daran messen. Absurd ist das, was Sie hier zu Teilen wieder vorgetragen haben, Herr Kollege. Aber wie gesagt, wir werden an der Stelle mit Sicherheit nicht mehr zusammenkommen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Oppendring? Ja, natürlich. Frau Kollegin, ich wüsste gerne, da Sie das so in ähnlicher Form ja auch schon vor der Sommerpause und in der Anhörung vorgetragen haben, ob Sie zwischenzeitlich die Gelegenheit hatten, unseren Entschließungsantrag zur Kenntnis zu nehmen, wo die aus Ihrer Sicht ja noch offene Frage beantwortet worden ist, wie es denn weitergehen soll, dass es mitnichten dabei bleiben soll, dass wir einfach nur den alten Status quo wiederherstellen, sondern dass wir genau das, was ich eben auch schon angekündigt habe, zeitnah von der Landesregierung erwarten, dass sie den Dialog über die Zukunftslösung, eine rechtskräftige und bestandskräftige Zukunftslösung machen. Vielleicht können Sie darauf noch ein bisschen eingehen. Genau, Sie schreiben in Ihrem Entschließungsantrag, dass Sie ein rechtssicheres, umfassendes und ausgereiftes Konzept für eine moderne, sachgerechte Frauen- und Familienförderung erstellen wollen. Aus meiner Sicht ist das eine wolkige Ankündigung, aber kein Beitrag zur Frauenförderung. Also ich bin nach wie vor der Auffassung, dass dieser Gesetzentwurf, und das zeigt sich ja auch in Ihrem ein wenig niedlichen kleinen Änderungsantrag, den Sie gezwungen waren einzureichen, das ist doch alles sehr mit heißer Nadel gestrickt und Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, eben diese Konzepte schon mal weiter zu erdenken, sondern Sie sagen, irgendwer wird irgendwann irgendwie irgendwelche Konzepte schon auf den Tisch legen. Denn in Ihrem ursprünglichen Gesetzentwurf gibt es ja einen Copy-Paste-Fehler. Da ist ja noch von BAT die Rede, wo wir längst schon TVÖD und TVL haben mit Ihrem Gesetz. Mit Ihrem Änderungsantrag zum Gesetzentwurf korrigieren Sie das jetzt. Da werden wir uns dann auch enthalten. Ich meine, es ist ja schlicht ein Copy-Paste-Fehler. Aber das zeigt doch die heiße Nadel, mit der Sie da irgendwie unterwegs gewesen sind. Sie haben ein Wahlversprechen gemacht an Ihr Klientel, an Ihr männliches Klientel. Wir schleifen die Frauenförderung. Das lösen Sie jetzt ein. Wir sind gespannt, ob noch mehr kommen wird. Vielen Dank.